Die Vorbereitungen auf das Bundesligaspiel am kommenden Samstag in Ingolstadt laufen auf Hochtouren. Die volle Konzentration von Trainern und Spielern gilt diesem ebenso wichtigen wie schwierigen Auswärtsspiel bei den Schanzern, die schon im Hinspiel in der Allianz Arena den Bayern alles abverlangt haben. Dennoch sei ein kurzer Ausblick auf die nahe Zukunft gestattet, auf das Pokalviertelfinale nämlich, das vergangene Nacht ausgelost wurde, und den Bayern ein Heimspiel am Mittwoch, den 1. März, gegen den FC Schalke 04 beschert hat. Uns ist bewusst, dass Schalke eine sehr, sehr gute Mannschaft hat. Und wir haben gesehen im letzten Spiel, dass wir voll dagegen halten müssen, uns gut vorbereiten müssen auf dieses Spiel, um gegen Schalke erfolgreich sein zu können, und das ist uns allen bewusst. Aber wie du schon gesagt hast, haben wir noch wichtige Spiele davor. Da wollen wir in unseren Rhythmus kommen, wollen da schon guten Fußball und erfolgreichen Fußball spielen, sodass wir auch dann gegen Schalke bereit sind. Mit einem 96:74 Sieg nach Verlängerung gegen Chimki Moskau haben sich die Basketballer des FC Bayern als Gruppenerster für die K.O.-Runde des Eurocups qualifiziert, wo sie im Viertelfinale auf den spanischen Vertreter Unicaja Malaga treffen. Verrückt gestern in Moskau. Nach der regulären Spielzeit stand es noch 72:72, ehe sich die Mannschaft von Sascha Djordjevic in der Verlängerung souverän mit sage und schreibe 24:2 Punkten durchsetzen konnte.